gesprochen. Das sind die Kleinen, die kommen nachher halt vorbei. Ja. Wir haben heute zweimal. Das sind einmal die Rennen und zwei Rennen. Und einmal die Kleinen. Der ist ja so groß, er kann ja am besten diese an. So, alles hier haben. An der Rennstrecke, da sollte hier die Enden das alles von alleine hinbekommen. Kette, die erste. Immer eine Kette. Und da sollen Kreativenten natürlich so sehr gescheit machen, wie die Enden gleich über den Kran hier einlassen wollen. Die werden hier schön einzeln auf das Wasser gelassen. Und unsere Enten-Timerauer, die sorgen gleich für einen fairen Start. Ich bin gespannt, wie die Ententreiber das hier lösen werden. So, Peter, wie ist denn die Wassertemperatur? Mach mal. Oh. Ach so, ja, siehst du, das wollte ich gerade sagen. Das habe ich mir gedacht. Ich denke, das Ganze wird sich sowieso nachher hinten in der Kurve entscheiden. Dort, wo es nämlich dann in die Steinpassage geht. Ich denke, dort werden einige Enten an Fahrt aufnehmen und dann wird sich entscheiden, wer das Rennen macht. Rasta, go! Wie geht hier? Let's go, Rasta, go! So, unsere Kreativente vom Landgasthaus Stärk Berning, die wird jetzt auch zu Wasser gelassen. Genau, jetzt wird nochmal hier das Licht aktiviert an der Seite für den Grill und für die Rundumleuchte. Sehr schön. Das ist auch eine Schicke. Das sind sie. Das waren sie. Ganz laut alle zusammen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Wahnsinniger Start hier. Alle noch sehr verhalten. Ja, ich denke, dafür haben wir unsere Ententreiber hier eingesetzt. Getränke gibt es dann hier direkt an der Rennstrecke. Wir haben schon mal vorsichtshalber die Straßenbeleuchtung angeschaltet. So, und jetzt kann hier an der rechten Seite die rote Ente ganz locker an dem Pult vorbeiziehen, wenn sie denn die richtige Richtung einschlagen würde. Aber ich denke, das Ganze wird sich gleich noch ein bisschen hier beschleunigen. So, die Ententreiber können ja mal ein bisschen boosten, vielleicht hilft das. Niemand möchte anscheinend zuerst ankommen, weil das sieht so aus, als wenn alle sich ein bisschen zurückhalten. Ja, gerade schon fast bis unten mit Wasser voll gezogen hier. Der jetzt da ist wahrscheinlich Boxenstopp drin, ne? Da gibt es was zu trinken und zu essen.
auch das... So, ihr müsst einmal noch ein Stück zurücktreten, bitte. Einmal noch ein Stück zurücktreten. Ja, ich denke, wir werden über die Laterne gehen und dann nach unten, genau. Das sieht gut aus, wieder Richtung Ziel. Ja, so, jetzt haben wir die Vorrichtung so weit aufgebaut, dass wir eigentlich starten können. Die Ententreiber müssen nur eben das Zeichen geben, wann wir den Countdown geben können. Sieht gut aus? Okay, alles klar. Dann können wir jetzt den Countdown starten. Also nochmal von 10 runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los! So, 2500 Enten haben sich auf den Weg. Das sieht wirklich toll aus. So, jetzt geht es drum hier. Die Elfen, die ganz nach hinten gefallen sind, die haben natürlich jetzt ein kleines Problem, weil an 2500 Leuten vorbeizuschwimmen ist ein bisschen anstrengender. Ja, vorne hat sich jetzt ein kleines Siegergrüppchen schon mal, ein kleines Führungsgrüppchen abgesetzt. Aber von hinten wird jetzt kräftig gedrückt. So, und jetzt haben wir vorne eine Ente, die sich sogar jetzt schon einen kleinen Vorsprung erarbeitet hat hier. Ich kann die Nummer nicht sehen, weil das wäre auch zu einfach.